In diesem Video zeige ich dir 7 Geschirrspülmaschinen-Tricks, die wirklich jeder kennen sollte und die doch viel zu wenig Menschen kennen. Wir starten auch direkt mit der Nummer 1. Denn wusstest du, dass du die Höhe des oberen Fachs in deinem Geschirrspüler einstellen kannst? Hier an der Seite findest du solche Haken. Wenn du diese reindrückst, kannst du das Fach entweder nach oben oder nach unten verschieben. So kannst du dafür sorgen, dass du oben weniger bzw. mehr Platz hast oder aber auch im unteren Fach höhere Gegenstände in den Geschirrspüler einsortieren kannst. Probiere gleich bei deinem Geschirrspüler einmal aus, ob du diesen auch in der Höhe verstellen kannst. Es können nämlich tatsächlich die meisten Geschirrspüler, ohne dass viele Anwender es wissen. Das folgende Problem kennst du auch. Du öffnest deinen Geschirrspüler, der gerade fertig geworden ist. Doch besonders auf Dosen oder auch auf Bechern hast du immer noch etwas Wasser. Das ist natürlich ärgerlich, da du diese Teile jetzt extra abtrocknen musst. Doch es gibt einen Trick, um das Ganze zu vermeiden. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Handtuch. Wenn dein Geschirrspüler fertig ist, dann öffnest du diesen und legst dieses Handtuch jetzt im oberen Fach aus. So wie du über mir sehen kannst, leg es einfach über das gesamte Geschirr rüber. Danach kannst du den Geschirrspüler wieder schließen, aber so, dass noch ein kleiner Schlitz offen ist. Die Tür sollte also nicht komplett verschlossen werden. Denn dadurch sorgst du jetzt dafür, dass das ganze Wasser, was hier noch durch die Verdunstung auftritt, sich eben nicht auf den ganzen Bechern oder Tupperware-Dosen absammelt, sondern eben in das Handtuch geht. Das heißt, wenn du eine halbe Stunde wartest, kannst du deinen Geschirrspüler so ganz normal ausräumen und du solltest hier kein Wasser mehr auf den einzelnen Teilen finden. Hast du gerade eine Zitrone oder eine Orange gegessen? Dann solltest du die Schale auf keinen Fall wegschmeißen, sondern sie noch in deinem Geschirrspüler anwenden. Denn nach einiger Zeit kann es vorkommen, dass der Geschirrspüler nicht mehr so richtig angenehm und frisch riecht. Und da kann dir ein Stück dieser Schale wirklich gut bei helfen. Achte allerdings darauf, dass kein Fruchtfleisch mehr an der Schale zu finden ist. Dann kannst du die Schale hier im Geschirrspüler verteilen. Lege diese am besten in deinen Besteckkorb oder falls du hast, in die Besteckschublade. Starte deinen Geschirrspüler danach ganz normal wie sonst auch und wenn du ihn wieder öffnest, kannst du die einzelnen Scheiben jetzt wegschmeißen und solltest direkt wahrnehmen können, dass der Geschirrspüler richtig schön angenehm riecht. Und das kannst du eben mit allen Schalen von Zitrusfrüchten machen. Ein weiteres Problem beim Geschirrspüler ist, wenn du diesen öffnest, hast du teilweise umgekippte Tassen oder auch Becher bzw. irgendwelche Dosen, in denen sich jetzt Wasser gesammelt hat. Das ist natürlich ärgerlich, da die einzelnen Teile dann nicht wirklich sauber sind. Doch es gibt eine Möglichkeit, wie du das umgehen kannst. Und zwar solltest du, bevor du deinen Geschirrspüler startest, diesen einmal schütteln, so wie du es jetzt gerade bei mir sehen kannst. Denn dadurch kannst du direkt sehen, welche Teile hier richtig schön fest sitzen und welche Teile umfallen würden bei der Benutzung des Geschirrspülers. Diese Teile kannst du jetzt nehmen und nochmal besser positionieren, damit sie eben nicht mehr umkippen. Sobald hier nichts mehr umkippt oder zu stark hin und her wackelt, wenn du das Ganze schüttelst, kannst du deinen Geschirrspüler dann wie sonst auch starten. Das kannst du beim oberen sowie beim unteren Fach jedes Mal vor der Benutzung machen. Wenn du den Geschirrspüler jetzt ganz normal durchlaufen lässt und danach wieder öffnest, solltest du sehen, dass hier keine einzelnen Teile mehr umgekippt sind, da du dieses Problem so komplett beheben konntest. Hast du schon mal ein Stück Alufolie in deinen Geschirrspüler gelegt? Das ist auch eine wirklich gute Idee, vor allen Dingen dann, wenn dein Besteck nicht mehr so richtig schön aussieht. Anstatt dass es richtig schön glänzt, ist es doch eher matt geworden mit der Zeit. Und genau dabei kann dir das Stück Alufolie helfen. Alles, was du tun musst, um dein Besteck jetzt wieder richtig schön glänzend zu bekommen, ist ein Stück Alufolie abzureißen und dieses zu einem Ball zu formen. Und zwar so, dass die glänzende Seite der Alufolie nach außen zeigt. Diesen Ball kannst du damit in deinen Geschirrspüler legen. Am besten in den Besteckkorb oder direkt in die Besteckschublade. Je nachdem, mit was dein Geschirrspüler ausgestattet ist. Jetzt startest du den Geschirrspüler wie sonst auch mit normalem Pulver oder einem Geschirrspültab. Und wenn dieser fertig ist, solltest du feststellen können, dass dein Besteck wieder richtig schön glänzt. Das Ganze funktioniert, da aufgrund der Mischung der Alufolie und des Geschirrspülpulvers etwas in deinem Geschirrspüler passiert, was dafür sorgt, dass das Besteck eben wieder richtig schön glänzt. Ebenfalls eine gute Idee, die du regelmäßig machen solltest, ist, Natron und Essig in deinen Geschirrspüler zu kippen. Nimm dafür ungefähr 50 Gramm Natron und verteile diese auf dem Boden der Geschirrspülmaschine. Natron bekommst du auch bei mir im Shop. Du findest den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung und mit dem Gutscheincode FUCHS10 außerdem noch 10% Rabatt auf deine Bestellung. In das Fach, wo du sonst das Geschirrspülpulver hineingibst, solltest du jetzt Essig hineinfüllen, bis es voll ist. Jetzt kannst du die Geschirrspülmaschine dann starten und zwar ohne, dass weiteres Geschirr in dieser drin ist.
Denn dadurch sorgst du dafür, dass die Maschine einmal wieder richtig gut riecht, dadurch, dass Natron hier auch schlechte Gerüche entfernt werden und mit Hilfe des Essigs setzt du einen Entkalkungsprozess in Gang. Somit erhöhst du auch die Langlebigkeit deiner Maschine und sie ist danach wieder richtig schön sauber und du kannst sie wieder wie gewohnt benutzen. Selbst einen Mundschutz kannst du in deinem Geschirrspüler anwenden. Schneide dafür die eine Seite des Mundschutzes ab und schneide dann ebenfalls noch das Bändchen an der abgeschnittenen Seite ab, denn das brauchen wir später auch noch. Jetzt kannst du den Mundschutz dann öffnen und hast hier eine kleine Tasche. Und diese wollen wir jetzt füllen, und zwar mit Zitronen. Denn Zitronen sorgen einmal dafür, dass dein Geschirr wieder richtig schön glänzt und außerdem riecht der Geschirrspüler danach gleich deutlich angenehmer. Eine halbe Zitrone sollte hier locker ausreichen. Schneide sie in kleinere Stücke und gebe diese einzelnen Stücke dann mit in den Mundschutz in die eben hergestellte Tasche. Danach nimmst du jetzt noch das Bändchen, machst es oben wieder rum, damit alles geschlossen ist und die Zitronen hier auch im Mundschutz verbleiben. Das Ganze kannst du jetzt in deinen Geschirrspüler hängen. Achte aber darauf, dass hier nichts blockiert wird. Am besten irgendwo am äußeren Rand, knote das Ganze richtig schön fest, damit es halt nicht irgendwas blockiert oder hier noch in den Geschirrspülarm gerät. Und dann kannst du deinen Geschirrspüler wie sonst auch starten. Da die Zitrone hier eine richtig gute Reinigungskraft liefert, brauchst du sogar nur halb so viel Geschirrspülpulver wie sonst auch. Am besten ist es sowieso, Geschirrspülpulver zu benutzen, da du dadurch eine Menge Geld sparst im Gegensatz zu Geschirrspültabs. Ich verlinke dir deshalb an dieser Stelle noch ein Video, in dem ich dir zeige, wie du wirklich günstig Geschirrspülpulver selber herstellen kannst. Schau dir auch das Video unbedingt einmal an. Außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss auch auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.